Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Hell. Ja, in der letzten Folge haben wir uns auf den Weg zurück zur Anaconda-Insel gemacht, da wir eben auf dieser unsere Base bauen wollen. Ja, ihr wart noch dabei, als wir dann auch vom ersten Kaiman freundlichst begrüßt wurden. Ja, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter, ja, vor allen Dingen gefarmt, habe uns so ein paar Lagermöglichkeiten aufgebaut. Ja, und dann hatte ich ja gestern auch noch gesagt, dass uns noch die Käfigfalle fehlt. Ja, und da wollte ich jetzt mit euch gemeinsam die Entdeckung wieder einsteigen. Dann haben wir jetzt also auch die Käfigfalle. Was ist das? Was kreucht und fleucht hier? Naja, wahrscheinlich ungefährlich. Da ist sogar eine lebendige Maus drin, okay. Ja, wenn sie hier schon platziert ist, ich glaube, mitnehmen können wir sie nicht. Irgendwas Ködertechnisches. Sehr schön, haben wir den Eintrag auch. Also jetzt habe ich das Geräusch gerade ein bisschen rausgebracht. Während ich weiter gefarmt habe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das gerade. Alter, dieses Springen, ne? Während ich da noch fleißig am Farmen war, hat uns auch der erste Wahara-Krieger ebenfalls freundlichst begrüßt. Beide sind natürlich fachmännisch bearbeitet worden. Dabei hatte er eine Stockklinge, die liegt da, glaube ich, noch. Ich habe schon wieder irgendwas grummeln gehört. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es das Krokodil ist oder ein Puma. Wahrscheinlich war es das Krokodil, weil Pumas, weiß ich nicht, ob die hier so weit herkommen. Gut, wenn sie Hunger haben, wahrscheinlich. Ja, hier einmal Stock, kleiner Stock, langer Stock. Dann habe ich schon mal ein bisschen hier die Insel so weit abgefahren mit dem, was da liegt. Hab nicht ins Feuer laufen. Hab uns hier die erste Kiste gebaut, was dann auch hier signalisiert, dass der Lehmmischer auch fertig ist. Ich den übersehen? Ja, nehmen wir noch gerne. Ja, ein bisschen was zusammengesammelt. Hier habe ich schon ein bisschen zurückgebaut. Hab auf dieses Gestell, das stand schon, nur da habe ich uns noch eben ein Dach draufgepackt, damit wir den Platz haben für unseren Trockenständer. Gehe mal davon aus, dass bis wir uns oben im Baumhaus ausbreiten können, da wird wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, dann will ich mal einmal gucken. Gut, 1000 Füßler hatte ich mal erlegt, aber das war dann auch alles nicht ganz so wichtig. Ja, was wir dringend mal bräuchten, sind das Fett, so also Nüsse. Aber hier war noch eine ganze Menge Kokosnüsse. Hier liegt, glaube ich, auch noch einer. Die gehen wir mal eben dahin. Das hat auch schon mal funktioniert. Danke. Ja, einmal trinken. So, die müssten ja, mit 10 Fett haut mich jetzt nicht so rum, aber. Immer besser als gar nichts. Und die können hier erstmal raus. Ja, ich habe ansonsten auch, ja, möglichst. Wir gleich mal gucken, dass wir noch schnell eine zweite Kiste gebaut bekommen. Damit wir unseren Rucksack komplett leer machen können, damit wir hier wirklich ordentlich tragen können. Weil das wird jetzt gleich und auch in den nächsten Folgen. Da wird sehr viel Holz benötigt. Ja, da gut, ein bisschen was passt hier auch noch rein. Ich würde mal sagen, wir gehen das Risiko jetzt mal ein. Wir lassen auch Verbände hier.
Da verließen sie ihn. Was haben wir da sonst noch? So, ich werde mal direkt essen. Trinken wäre nicht schlecht. Ja, ansonsten. Das ist jetzt erstmal sammeln, sammeln, sammeln. Na? Und vielleicht sollten wir auch den Waffenhalter schon mal bauen, dann kann man nämlich die Sachen, genau, hier liegt noch die Stockklinge von dem Krieger. Wir haben ja die Obsidianklinge, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Eigentlich sind die Sachen von den Kriegern immer besser. Aber wir gucken mal. So, ich habe da noch zwei Holzscheite, das heißt, ich kriege auch zwei Feuerbretter daraus. Dann würde ich sagen, bauen wir nochmal eben eine Kiste. So, anzeichnen können wir ja schon mal. Genau, da haben wir jetzt die Käfigfalle mit dem Tagebuch. Zum Lager war, glaube ich, das hier. Ist das, genau. Den würde ich gerne noch einmal bauen wollen. Die Holzscheite. Hier mal noch. Na, da war doch schon. Den Halter für die Seile hin. So, dann hier ein bisschen aufräumen. Wir da unseren, ja, 1000 Füßler. Das ist, ja, ist ja gut. Ich dachte, das wäre auch ein langer gewesen. Ja, komm, machen wir hier eben. Ja, hier habe ich, wie gesagt, zwei von diesen Unterständen schon mal abgebrochen. Die brauchen wir eh nicht. Hier liegt ein bisschen Säule, das habe ich gar nicht gesehen. Das machen wir hier dann noch hinweg. Das waren aber nur Flaschen, mit denen ich nichts anfangen kann, ne? Richtig. Da liegen wir noch Seile, okay. Fünf Stück? Nein! Komm, geh weg. Sechs. Sieben. So, dann wollte ich hier den Umständer hinstellen. Vorübergehend, versteht sich. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier die. Dass wir den Rucksack erstmal leer bekommen. Waffenhalter. Den stellen wir erstmal hier auf. Den kümmern wir uns jetzt erstmal. Hallo Schildi. Ja, dann habe ich uns, die Machete ist ja in der letzten Folge zu Bruch gegangen. Ich habe uns hier mal eine Klingenaxt gebaut. Ganz so
nicht ganz so Ausdauer rauben, natürlich die Zweihand-Axt. Nein, nicht kaputt machen. So, ich würde sagen, wir machen das mal so. Ist da jetzt nur einer rausgekommen? Das ist ein anderer. Na egal. So, 1, 2, 3. Hier. 5, mehr können wir ohnehin nicht. Ja, ich werde das Ganze immer so ein bisschen aufteilen. Offscreen sammeln, damit wir Material haben und online dann zusammenbauen. Ganz lässt sich das natürlich nicht vermeiden, dass wir auch zusammen ein bisschen Material farmen müssen. 2 brauchen wir noch. Ich möchte halt immer versuchen, dass die Kollegen dann zum Folgenbeginn dann auch immer voll sind. Können wir uns von hier oben mal nicht waschen? Hier lassen. Ja gut. Treffen musst du schon. Hier finden wir noch einen vom vorherigen. Ja, hier. Ach, fuck! Das Mistviech, ey. Aber diesmal werde ich hier. Will ich hier nicht wieder Schmerzmittel verschwenden. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Funk hier das Richtige ist. Aber wir sind nicht unterwegs, wir sind am Camp. Das heißt, Gift verschwindet von alleine. Das Fieber werden wir in den Griff kriegen. Ja, der eine Stamm, der lag da länger, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wenn du den Baum gerade erst gefällt hast, dann taucht der Tausendfüßler nicht auf. Aber so natürlich, ne? Denn wieso baue ich jetzt eigentlich erst das Trockengestell? Ich wollte doch den Waffenhalter bauen, damit wir was aus den Taschen kriegen. Lass uns mal den kurz. Okay, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, das stand leer. Ist hier noch was drin? Ein bisschen. Erstmal waschen. Ja, ihr seht es unten links, das Gift tickt langsam zurück. Fieber müssen wir jetzt halt, solange wir nicht schlafen, halt eben viel trinken. Oh, shit. Seriously? So schnell geht die durch. Scheiß. Entschuldigung. So, 1,
Ja, auch. Gut, das ganze Kleinzeug, das können wir nachher noch einsammeln. Das ist sehr schön, dann können wir die beiden noch anpacken. Ich habe keine Seile mehr. So, dann würde ich sagen, dass wir... Ja, ich baue uns noch mal eine andere, weil das sonst hier zu viel wird. Die beiden Kollegen würde ich auf jeden Fall bei mir behalten wollen. Oh Gott, wir müssen aber ganz, ganz dringend. Wir müssen mal eben Hayabubu machen. Es war blöd, weil es dann wieder dunkel ist, aber. Speicher nach dem Aufstehen macht auch immer Sinn. Hier schmutzig. Jetzt kommt das Essen. Nehmen mit. Noch rein. Bananen und Nüsse. Sind schon Bananen nachgewachsen hier. Noch beim Eimer. Ich weiß zwar nicht, ob wir sie jemals brauchen, aber wie sagen viele schlaue Leute, besser haben als brauchen. Die damit ablegen. Nüsse. Nussbäume waren doch. Aber doch irgendwo eine Spinne rum, wenn ich das noch richtig weiß. Hier ist ein Nussbaum. Aber ohne Nüsse. Na gut. Das. Ja. Ja, es hat sonst. Ist selten der Fall, dass man auf einer Stelle so viel Kokosnüsse rumliegen hat. Deswegen verdränge ich das immer ganz gerne. Dass man die ja auch nehmen kann, ne? Ich merke schon, hier liegt nachher alles voll. So, 28,7 finde ich top. Die können wir auch noch wieder ablegen. Dann sammeln wir ein bisschen was von dem Kleinkram ein, was wir hier produziert haben. Ich die hier nicht verstehe. Die gehören nicht zur Brücke. Aber ich kann sie auch nicht aufnehmen. Naja. Ist ja nicht so, als würde hier nichts mehr rumliegen. Starten wir später.
ganz wichtig. Hast du viel? Gehen wir direkt der nächste, oder? Orientierung. Genau. Und Büsche, den haben wir voll. Und hinter dem Stein ist das. Ja, der ist ja völlig los hier. Da ist die Brücke. Das nehmen wir noch mit. Langer dabei ist irgendwie mit. Alter. Das ist im Hellen schon nicht einfach. Gut, aber ich denke, dadurch, dass wir hier Vollmond haben, dürfte das nicht ganz so dunkel sein wie Ende der letzten Folge. Ja, 11 kleine Stöcker natürlich. Mit 10 tragen können. Ich kann sagen, da sind nämlich immer 2 drin. Geht das auch? Hm, schade. Hier macht er mal weg. Zweimal haben wir noch, aber ich habe ja auch Menschenfleisch in der Kiste. Das wollte ich. Einen schon mal nehmen. Ja, was haben wir denn jetzt? Eine Wolke vom Vollmond oder was? So, dreimal Knochennadel bitte. Sammeln. Den jetzt verdorben. Die kann man nicht sammeln. Nee, nicht Stapel zerstören. Ob sich das hält? Feuer. Come on. Come on, dude. Come on. Come on.
gut, auch die Geschichte wird nachher mit dem ganzen Wasserabkochen ein bisschen einfacher. Wenn wir den Lehmfilter haben. Wobei der auch nur dann automatisch funktioniert, wenn es auch regnet. Ansonsten müssen wir den auch manuell befüllen. Gut, aber es wird ja langsam wieder hell. Ich muss natürlich irgendwie gucken, wie wir aus diesem Jetlag gescheit wieder rauskommen. Damit wir jetzt nicht nur dunkle Folgen haben, weil der Tag tagsüber immer schläft. Ja, genau. Eine Ladung noch, dann haben wir den Bidon wieder voll. Das können wir trinken. Dann sieht es wie aus. Bevor das hier 7 Stunden. Ja, denn die Angeln können wir dann jetzt auch hier. Hier ablegen, da brauchen wir auch keine eigene bauen. Wie viele Knochen? Ich hatte einen Knochen, was lange ist es, lege ich nicht mehr. Trockenständer noch im Fertig. Achso, hier fehlen noch die Seile, das haben wir nicht gesehen. Sehr schön, dann können wir uns auch wieder Fleisch trocknen und brauchen es nicht mehr braten. Gut, aber ich würde sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.